Servus Leute, willkommen zurück zu Mirror's Edge. Im letzten Part wieder ordentlich gefailt. Aber das. Falsche Taste. Aber das kennt man ja schon von mir, ist ja nichts Neues, dass der Wolf in Mirror's Edge failt. Also, der Wolf doch nicht. Nein. Nein, nein, nein. So, dieses Mal. Möchte ich da rüber. Wenn es geht, möchte ich da irgendwie mit Schwung. Stopp, 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 stopp. Keine Ahnung, ob es eine andere Möglichkeit noch gibt. Oh Mann. Da hinten sehe ich eine rote Tür. Nee, das heißt, ich muss da jetzt entlang laufen und dann da drauf laufen. Oh je, das kann ja was werden. Schaffe ich ja nie. Okay, los geht's. Daneben! Nein! Dicht daneben ist auch vorbei. Ich glaube eigentlich nicht, dass das Spiel noch allzu lange dauern könnte. Außer natürlich, ich stelle mich so an wie ohnehin schon die ganze Zeit. Wow, ich wäre fast dran vorbeigesprungen. Oh! Nein, ich bin genau da durch das Loch gefallen. Wie peinlich. Ich glaube, mein ganzes Let's Play hier ist peinlich. Ja gut, ich spiel's blind, also dürfte es wahrscheinlich nicht allzu peinlich sein. Aber naja, ich muss mir mal ein Auge putzen. Wie eine Katze. Ich putze mich die ganze Zeit. Eigentlich nicht. Eigentlich bin ich nicht so ein Hygiene-Freak. So. Jetzt mal kletter ich höher. Stopp, 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 stopp. Ich glaube, es ist klüger, wenn ich da so die Wand entlang laufe. Und hier stehen bleibe. Es war schon erstaunlich, dass ich einfach so die Wand entlang laufen kann. Ich trotz der Schwerkraft. Genau wie jetzt! Nein, 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 nein! Oh! Wow, ich habe mir jetzt zwar beide Beine gebrochen, aber egal, ich lebe noch. Ist auch in ein Special. Eine Ratte. Das war aber ganz schön knapp gerade. Ich dachte echt, ich sterbe jetzt wieder. Ich müsste mich auch irgendwann mal wieder an Outlast setzen und vor allem die ganzen anderen Sachen. Shadow of Rome. Zelda Breath of the Wild. Ich möchte mich jetzt erstmal der Beendung einiger Projekte widmen. Sag jetzt nicht, jetzt kommen Gegner. Also so Baustellen sind für Faith eigentlich ein gutes Gebiet. Da kann sie ihre Techniken auspacken. Wenn sie da rankommen würde. Und die Kanalisation, die mochte ich ja auch. Ich muss da nach oben. Ja, wie hoch ist das? Oh mein Gott, das geht ja ganz gewaltig nach oben. Na schön, na schön. So, hier auch. Ich glaube, das ist noch Rohbau. Ah, da sehe ich was. Und da komme ich so nicht einfach hoch. Ich muss irgendwo einen Anfang suchen. Ah, hier, ich sehe es schon. Ja. Nee. Nein. Nee, so komme ich da nicht. Warum eigentlich nicht? Ah, ich seh's, ich seh's. Ja, es geht nicht. Ja, das ist nur ein Fetzen. Mist, da komme ich so nicht hoch. Hier ist vielleicht irgendwo hin.
Ich bräuchte einen harten Untergrund, um mich von da abzufedern. Das hier ist auch zu weit. Die Stange hier bringt mir nie. Ah, Moment. Ja gut, da wollte ich eigentlich nicht hoch. Ich wollte eigentlich da links lang, aber ich sag mal nicht nein dazu. Komische Stange. Ah, die Stange war im Weg. Ah, jetzt habe ich es geschafft. Okay. Wow. So. Sowas wieder. Meine Maus bildet schon wieder rum. Bitte hätte es mich nicht angeworfen, Hals. Das wäre jetzt echt nicht fair. Weil dann wird wieder alles asynchron. Schlimm genug, dass einige Parts ohnehin asynchron wurden. Hier kann ich, glaube ich, nicht die Wand entlang laufen. Muss ich darüber? Ah, die Stange. Perfekt. Okay, jetzt muss ich wahrscheinlich hier irgendwo lang. Achso, nee. Ich hab's gerade gesehen. Deswegen ist das auch in so einer Form. Oh nein. Schön zurück. Solche Baustellenplätze oder Kanalisation, die mag ich in diesem Spiel total. Und hier diese Grafik da draußen mag ich auch, aber dass alle Bäume weiß sind, das mag ich irgendwie nicht so. Na! Ja, und das mag ich auch nicht. Mein eigenes Gefehle. Ich bin hier. Naja, geht so. Warum ging sich das jetzt nicht aus? Achso, ich bin nicht die Wand entlang gelaufen, deswegen. Genau so. So, dann hier hoch. So, und von da aus da nach oben. Da, ah, vielleicht so. Ja gut, so geht's auch. Jetzt bin ich ein Stockwerk höher. Ich sehe schon da. Da ist auch was, okay. Das war jetzt einfach zu finden, aber da ist auch was. Führt mich aber nirgendwo hin. Was war das denn? Na also, geht doch. Solche Drahtseilakte. Wie das hier erinnert mich irgendwie immer an Banjo-Kazooie, an die Kirche aus der Mad Monster Mansion. Oder Kapelle oder was auch immer das war. Gut, dass ich mich jetzt nicht gerollt habe, sonst wäre ich nach unten gefallen. Könnte ich die Wand entlang rennen und da nach oben? Oh je, das kann ja was werden. Ja, voll daneben gesprungen. Ja, und ich muss immer wieder hier anfangen. Ich kann das mit der Wandlauferei in diesem Spiel echt so schlecht. Man hat ja schon oft genug gesehen, wie ich gefailt habe. Moment, vielleicht von hier aus. Nein, so kann ich mich nicht festhalten. Schade, ich wollte das Spiel austricksen. Geht das auch so? Nein. Okay, ich glaube, ich sollte das bleiben lassen. Ich bin locker schon auf 300 Tode oder so.
Ah, da oben ist eine rote Tür. Was soll denn das? Ah, jetzt fängt das wieder an. Ich hasse so, ach, du wirst jetzt dauerhaft sterben. Abschnitte. Weißt du was? Tschüss. Mich weiter unten festzuhalten, das bringt einfach nichts. Den ganzen Weg hier rum zu latschen, da bin ich schneller, wenn ich sterbe. So, nochmal das Ganze. Mit Schwung daneben. So in der Art, aber. Soll ich hier die ganze Zeit im Kreis rein, bis mir das gelingt, oder wie? Oh! Geil! Nach so wenig Versuchen. Da. Dran festhalten, das kann ja was werden. Na gut. Wo bin ich jetzt gelandet? Sterbe ich, wenn ich weiter runterfalle? So, jetzt bin ich direkt wieder hier, okay. Dann muss ich nicht sterben. Jetzt muss ich sterben. Ja, und schon wieder das. So kann ich die Parts auch künstlich in die Länge ziehen. Und ich kann nicht mal was dafür, weil ich mein Bestes dafür gebe. Und ihr seht, mein Bestes ist nicht mal ansatzweise gut genug für dieses Spiel. Aber so einen großen Deppen wie mich habt ihr noch nie gesehen. Jetzt halt dich daran fest! Kann sein, dass ich immer wieder am Geländer stehe. Aber hier gibt es irgendwie kein Geländer. Zu spät. Hä? Wo bin ich jetzt? Im Tod, da bin ich jetzt. Ja, noch kann ich darüber lachen, aber bald wird wieder. Ja, da oben muss ich übrigens hin, das sieht man's. Aber bald wird wieder die Zeit kommen. Ah, da ist das Geländer. Bald wird wieder die Zeit kommen, wo ich zu oft sterbe und dann geht's mir am Sack. Und dann kann das Spiel mal nicht mal wieder. Wäre ja nicht das erste Mal. Oh Mann. Weißt du was, lass los. Ist klüger vielleicht, wenn du dich umbringst. Geht schneller. Ist zwar ein bisschen schmerzhaft, aber hey, dann lass das hinter dir. Kann sein, dass das gar nichts bringt, dass ich da immer raufkraxel. Sondern ich zuerst aufs Geländer muss. Oder generell nur das Geländer benutzen muss. Ich renne jetzt so lange im Kreis, bis es mir gelingt oder ich sterbe. Wahrscheinlich werde ich eh sterben. Ja, ganz knapp. Ja, zieh dich hoch. Ja, geschafft. Auf einem seltsamen Umweg. Ja, da habe ich jetzt selber schon gesehen, dass der Schwung nicht ausreicht. Ja, so geht das. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ah, oh Mann, ich bin so blöd. Ich denke mir so, ja, geradeaus weiter, das wird schon stimmen, aber nee. Geht sich das aus?
Ich will eigentlich nicht nochmal sterben, aber mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Geschafft. Puh. Moment. Ist doch darüber. Komm ich darüber? Ich kann mir nicht zufällig aus einer Tür eindreschen. Ich kann da runter. Ne, von da komme ich, von da unten. Hä? Ah, ich muss noch weiter nach oben. Ja, ja, diese Funktion, ich vergesse sie immer wieder. Gut, noch ein Stockwerk weiter nach oben. Muss ich das Teil da nutzen? Kann ich da raufkraxeln? Offensichtlich nicht. Aber wozu steht das dann da? Wenn wir eins in diesem Spiel gelernt haben, ist, dass solche Teile dann nicht umsonst dastehen. Aber selbst wenn, wie würde ich da hochkommen? Nein, da ist mein Ziel. Vielleicht von da drüben aus. Nach oben. Das heißt, ich muss irgendwie erstmal darüber kommen. Genau, und von da drüben dann darüber. Moment. Ich versuch's mal. Lass los, stirb. Du brauchst dich hier nicht vom Tod retten. Wo starte ich? Hier. Das sollte ich nicht machen. Bin ich jetzt gelandet? Ah, Moment! Wo war ich denn da gerade? Da unten? Aua! Jetzt bin ich wieder... Ach komm. Auf die Tauben. Ich will da das Teil da entlang laufen. Das ist ja nicht umsonst da. Ja! Oh, gut, es war doch richtig. Es ist nur erst nicht gelungen, weil ich zu geradeaus auf dieses Teil zugerannt bin. Okay. Da oben ist was. Das Teil da. Da muss ich bestimmt lang. Oder da. Ja. Logisch wäre da lang. Lass los, stirb. Du sollst loslassen, du sollst sterben. Danke. Na. Oh. So. Ah, ich bin doch so dumm. Ich bin doch so dumm. Nee, ich sterbe erst mal 100 Mal, bevor ich auf das komme. Ne? Sollst dich da dran festhalten. Wo bin ich jetzt? Toll. Super, klasse. Ich schaffe in dem Spiel echt alles. Nur es nicht zu beenden. Ja. So langsam tut mir mein Daumen immer mehr weh, weil der Schutz auf dem linken Stick einfach mal weg ist. Er ist einfach mal weg. Deswegen ist jetzt der Stick nicht mehr für längere Aufnahmesessions gedacht.
du verarschst mich doch. Das war jetzt nicht meine Schuld. Das war jetzt Faiths Schuld, weil sie sich einfach darüber gehangelt hat. Toll, ein Tod dieser 3000 Tote geht nicht auf mein Konto. Ich bin total stolz. So. Ich würde mich da gern festhalten und dann da hochspringen. Aber nee, die hangelt sich ja automatisch da drüber. Mädchen, Mädchen, Mädchen. Hättest du einen anderen Beruf suchen sollen, Bürokauffrau oder so. Ist ungefährlicher, weißt du? Ich meine, gut bezahlt wird man nicht, aber... Ich will doch nur da oben. Da oben hin, meine ich. Ich wollte es einfach testen, aber die springt natürlich drüber. Ich dachte, ich kann da die Wand rauflaufen. Stellt euch vor, dieser Basejumper hat einen Schnürsenkel an. Der Schnürsenkel geht dann auf und die stolpern. Wow, das wird ziemlich hässlich aussehen. Ich will doch nur da oben hin. Na endlich, danke, jetzt machst du es. Ansonsten hangelst du dich immer automatisch drüber, aber jetzt? Ah, endlich. Von da aus jetzt darüber? Geht sich das aus? Wow, perfekter Sprung. Nicht dich drüber hangeln. Wag es ja nicht. Darüber. Dieses Teil ist bestimmt nicht umsonst da. Oder doch, ist es. Oh, danke. Bin ich jetzt ganz oben? Es hat ja ewig gedauert jetzt. In der Nähe müsste ein Lüftungsschacht sein. Das ist der schnellste Weg. Jetzt ist mein Death-Counter wieder ziemlich in die Höhe gestiegen. Lass los, bitte. In diesem Part hast du mich schon echt genug verarscht, Mädchen. Mann, die Ratten hier werden echt riesig. Okay, da geht's nach unten hin, aber das mache ich im nächsten Part. Das war Mirror's Edge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss.